Guck mal, da drüben kannst du dich anschließen. Ah, doch nicht. Gerade noch einer von uns nach. Mal gucken wir hier, da sind wir da zu fünf. Versucht einfach irgendwie die Artillerie unten zu halten. Und Milo nicht wird? Nein. Was mit dem? Komm, wir gehen mal zu den MB-Leuten. Gott sei Dank, verstanden. Wo seid ihr auf die Mauer hochgegangen? Rechts oder links? Rechts, links. Ah ja, rechts, ja. Ich war übrigens bei der Flagge. Ich bin ganz links durch. Zusammen das mit zwei 65 war ist übrigens auf zwei Teams aufgeteilt worden, weil sie so spät die anderen durchgeführt haben. Ja, haben wir mitgekriegt. Gut. So, wenn ihr sterbt, keine Linien anschließen und im rechten Graben neu sammeln. Keine Linien. Keine Linien anschließen, ja. Also, wir bilden eine eigene erstmal. Switzerland, Serbia, was? Achso. Nein! Goddammit. Arme Schweiz. Ja, die Serbs removen nicht nur den Kebab, sie removen auch den Hüttenkäse. Ist die Mauer immer noch gehalten? Haben wir die Mauer gesichert? Ja, wir haben auch schon weitergepusht. Wir sind auch schon am zweiten Gate. Sehr gut, wichtig ist, dass wir nicht wieder von der Mauer runtergepusht werden. Solange wir die Mauer halten, dann wenn wir schaffen, alles gut. Wenn wir es schaffen, jetzt die Mauer zu halten und die unten zusammenzuschießen, bis unsere restlichen Reinforcement, also Unterstützungseinheiten da sind, können wir das eigentlich so organisieren, dass wir dann als gemeinsame und geschlossene Einheit vorrücken. Ja. Wo ist der Großteil des Areas? Mitte, oder? Verteilt eigentlich auf der ersten Mauer. Nicht ganz links, aber von links nach rechts. Also ich meine damit mit nicht ganz links meine ich, dass wir nicht auf dem Auslauf sind, Ausläufer sind auf der linken Seite. Bubu, let's try a big step. Stepper im Innenhof, schöner Schuss. Vorsicht mit den Orbitzen. Er rasiert hier fast unsere eigenen Leute weg. Links pusht einen pushen mehrere Infanteristen. Links wird aufgehalten. Ja. Was ist namenlos? Nichts, alles gut. Noch haben wir genug Zeit. Guter Schuss, Panda. Sehr guter Schuss. Wer vom AR rückt da gerade vorne links so alleine vor? Ganz links vorne auf der Mauer. Nein, ganz links unten. Vorsicht. Ich bin hier mit dem 1 rein. Alles klar, dann greif mit denen zusammen an. Oh, die gesamte 1 rein rückt aus. Attacke. Sind da hoch. Ja, Angriff, Jungs. Attacke. Linke Haltet Seite. Euch am 1 rein. Linke Seite, genau. Aua. Der endet alle. Die 65. Die Mauer. Ja, Dragon, geh mal vor und fang gekugelt. Ah, 65 komplett. Okay, wer vom AR noch oben ist oder jetzt gleich noch ausrücken kann, ihr dürft euch jetzt Linien anschließen. Ich bin an der Flagge, tut mir leid. Der kann die Mauer halten. Wow, diese fucking Jäger, Alter. Vorsicht, an der Flagge. Ah, echt unangenehm hier. Charge die Flagge, go, go, go. Wer ist denn da vorne von uns? Hallo Panda, komm her. Wir laufen hier mit den 1 reinen Leuten mit. Komm, hier zu Rattlehead. Oder? Lauft einfach zu zweit los. Wer läuft da zu zweit? Jung, zurück! Was denkst du, was du da machst? Wir haben gleich die Flagge. So, hier. In einem Glied herangetreten. Wir warten auf 4 Mann. So, und vorwärts Marsch. Lauschritt. Viva
Die Flagge gehört so gut wie uns. Das ist gut, ich möchte trotzdem niemanden sehen, der gleich alleine hier rumläuft. Das ist inakzeptabel. Ab durch die Mitte. Nein, wir haben gerade die Flagge verloren. Jetzt geht's erstmal wieder darum, die Mauer zu sichern. Ja. Essen links zuerst, da kommen sie am schnellsten hoch. Ja, und rechts hat die MB schon gesichert. Die 65 kommt jetzt vor uns, die Breche hoch, das ist gut. Schlucken die Kugeln. Neu sammeln, okay, Barlin. Alles klar. 6-2 steht. Bleibt auf der Mauer, freies Feuer, verteilen. Zwei ist ein guter KD. Lass dich sehen. Karas hat eine wunderschöne KD. Das ist wahr. So, wir pushen wieder durch, wir könnten. Und links runter und durchs Haupttor. Marsch, marsch. Kein freies Feuer, bis ihr nicht hinter der zweiten Mauer seid. Und kämpft gemeinsam. Ich hätte eher gesagt, freies Feuer innerhalb der Basis eingestellt. Sehr effizienter, Karas. Da, haltet die Flagge! Nice! Sehr gut, Jungs, sehr gut. Gut gekämpft. Oh mein Gott, schon mal so. Da steht man erstmal direkt 10-2. Wunderbar, Jungs. Sehr gut, Runde. Links. Ihn in einem Glied herangetreten. Machen wir jetzt noch eine Runde als Angreifer. Wir haben gerade 19 Minuten gebraucht. Ja, ich wollte gerade sagen, deshalb wäre noch einer eigentlich doof. Was ist das dann für Spam-Scheiß? Ja, guck mal, das AR, die L4 oben, wunderschön. So, Frankreich, zweite Infanterie, ihr wisst Bescheid, Jungs. Und sofort auf die obere Mauer. Und behaltet im Auge, wo die sich hinsetzen. Ich will alle AR-Leute auf der rechten Seite der Mauer sehen. Von der Mitte bis zur rechten verteilt. Alles klar, ihr habt Ballen gehört. Marsch, marsch. Frenchie, willst du Zepper nehmen? Frenchie nimmt Zepper. Alles klar, go. Ach, es geht nicht um Wild, es geht darum, was gemacht wird. Ja. Es war nur so, wer es jetzt macht. Ja, das hat. Bleib auf der Wiese. Oh, das waren aber schöne Kanonenschüsse noch vom Map. Und marsch, marsch, rechts hoch. Guckt, dass ihr so schnell hier auf der Mauer kommt, egal ob links oder rechts hoch, Hauptsache ihr seid dann rechts auf der Mauer. Frenchy musste gucken, das Vordertor, ein, zwei Verteidigungen ist wahrscheinlich gut. Mach in der Mitte, ist vor zu, sofort. Genau. Innen drin. Innen drin auf jeden Fall. Das dann Innere ist eigentlich das Wichtigste. Dann guckst du, dass die rechte Seite ein bisschen zumachst. Das ist ein Freikorps. Ja. Da kommt die rheinische Linie. Eine schön fette Linie. Die ist auch auf rechts gefächert. Die laufen eine aber links. Ja, ne, die geht mittig. Die Landwehr. Und eine große Linie ist noch links. Warum denn jetzt nochmal? Ja, warum? Und nochmal. Hopp, 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 hopp. Go. Und wow. wenn ihr rausgeht aus dem inneren Vor, macht hinter euch die Tür zu. Ich hab den ersten Runde noch mitbekommen. Now it is live, nach 4 fucking Resets. 3, lernt zählen.
Nein, nee, ich habe heute schon genug gezählt auf der Arbeit. Eine Verneine ich das Flasche aktiv. Bier, zwei Flaschen Bier, drei Eine Flaschen Stange Bier. Spargel, zwei Stangen Spargel. Ach, du bist Spargelstecher auch noch. Nein, Verkäufer. Angenehmer an Spargelstechen. Auf rechts kommt eine Linie. Wir Wir kommen waren. durch den Wald, habt ein Auge drauf. Ah, ne, es ist mehr. Rechts ist, sind das auch ist die schon Jäger. Was an der Mauer. Da unten rechts sind noch die Jäger. Vorsicht, wenn ihr auf den Zinnen seid. Einer weniger. Waltet die Leitern im Auge. Wenn du da bist, wo ich bin, kannst du perfekt hinter die Leute auf der Mauer schießen, direkt vorm Wall. Hinter uns Balin 2, soweit ich gesehen habe. Ach, unsichtbare Wand. Panda, droppst du die Leiter wieder? Sehr gut. Kuchi bleibt drüben bei Panda auf der Seite, damit wir zwei Mann am Leiteransatz haben. Einer stellt Leiter auf. Wo wurde einer aufgestellt? Jetzt wurde einer. Das hat die PY gesichert. Da ist einer unserer Artilleristen. Der muss vorsichtig sein. Die kommen hoch. Einer kommt hoch. Die werden schießen. Seid vorsichtig. Gehen Deckung, Kuki. Einer ist durch. Hab ihn. Ist die Leiter auch weiter? Ja, sehr gut. Sehr gut. Da sind Massen an Feinde rechts. Links schon. Sollen unsere Leute halten, das ist das erste rein. Feind sammelt sich hinterm Felsen rechts im Wald. Rückt vor. Auf der linken Seite. Stehen da hinter den Bäumen rechts. Wir laufen auch einzeln darüber. Wir sollten dem Admin Bescheid geben. Wir haben eine Leiter an. Sie haben eine Leiter angestellt. Leiter ist unten. Links pushen Jäger. Könnte ich einen Mann hier hinten an der Treppe haben, also schon vorne an der Mauer zum Schießen, aber der dann gelegentlich hinten zur Treppe rennt und ein Auge auf dem Innenhof hat? Jetzt der Innenhof ja noch safe. Vorne dran steht eine Barrikade, die ist noch nicht zerstört. Vorne dran ist eine Barrikade, die ist noch nicht zerstört, Karas. Die kannst du von hier aus sehen. Okay, gut. Komm mal her nach rechts außen, dann komm mal her nach rechts auf die Bastille. Du bist doch schon da, Karas. Komm mal zu mir. Ich bin da vorne an der Kanone. Dann gucken wir nach links vor das Tor. Ja, siehst gut. Es? Wenn die ja, zerstört ist, dann kommen sie erst Kann rein. Kann halt sein, dass sie ganz weit links noch hochkommen. Ganzen Randoms, Alter. Nicht Randoms, Rambos. So. Ja, nee, viele werden schon zusammengeschossen, wenn sie gerade den Spawn verlassen, wenn sie so ungefähr an der ersten Mauer sind, die haben. Gute Defenses. Frenchie ist unten alles abgesichert, Haupttor auch. Oh, ich hab was gehittet. Wunderbar. Ist so. Ja, für den ist das schon alles normal. Haupttor hat einen anderen Sepper. Sehr gut, sehr gut. Also die Bastille auf der linken Seite ist gerade erstmal angekratzt, ne? Die restlichen Mauern sind eigentlich noch in Ordnung. Feindliche Artillerie schießt nicht sehr gut. Nee. Ist das die 65. Von denen bin ich eigentlich besseres gewohnt. Das liegt daran, dass sie die Karte nicht eintrainiert haben. Wir sind halt im Allgemeinen sind wir besser als die 65. Vielleicht liegt es daran, dass sie keinen Mörser haben. Die brauchen halt Mörser, um richtig krass zu sein. Das ist auch die einfachste Art zu kämpfen. Frenchie, behalt mal links im Auge oder so in der Nähe. Ich sag dir Bescheid, wenn das Ding zusammenbricht. Dauert nicht mehr lang. Unsere Arti macht einen echt geilen Job.
Ja, gute Arbeit von den Jungs. Doch, ja. Qualität. Ah, guck mal, die kratzen gerade in der Mitte das an. Wer hat da gerade gelacht? Hat jemand gelacht? Ich hab's nicht gehört. Da hat gerade jemand leicht gelacht, als sie das gesagt haben mit Qualität. Komm, trau dich. Wer hat da gerade gegrinst? Wo wurde jetzt Mitte angegriffen? Was wurde angesagt? Nein, sorry. Die haben Mitte das Karree, nicht das Karree, das... Ja, die haben sie ein bisschen angekratzt, aber die wurden zu schnell zusammengeschossen. Also große, das hier Linie ist gerade ein Trauerspiel, ne? Weil das ist für das feindliche Team ein Trauerspiel. Ja, der Feind hat gerade eben halt die Mauern sofort aufgegeben. Das war einfach ein Fehler. Die Infanterie war nicht schnell genug oben und die Artillerie hat sich kampflos zurückgezogen. Geschwindigkeit ist manchmal alles. Ja. Aber das ist die Runde, eine Verteidigung, wenn wir verlieren, ne? Hat immer drauf geachtet, dass das dann immer ist, wenn wir mit dem MB zusammen sind und die der Meinung sind, ab der Minute ziehen wir uns zurück. Ja, Rückzug ist halt doof, die äußeren Verteidigungen sind so wichtig, weil da die besten Geschütze sind. Vor allem die haben links die Bastion kaputt. Auf der rechten Seite preschen sie durch. Frenchy, versuch mal links irgendwie zuzumachen, aber nicht direkt oben drauf, sondern, ne? Die legen die Leiter an, wo oben die Verteidigung ist. Achtung, Leiter. Die gehen in die Mitte durch. Schießt euch aufs Tor ein. Scheiß auf die Leiter jetzt gerade erstmal. Schießt euch aufs Tor ein. Alle vor das Tor ziehen von den Infanteristen. Vor das Tor zielen oder vor das Tor ziehen? Gut, sie sind weg. Zielen. Links ist ein riesiger Push gerade. Zurück zur Mauer, zurück zur Mauer. Ja, sollen sie links pushen. Sollen sie links bleiben, wir bleiben hier. Ja, das MB. Ja, okay, gut. Wir bekommen die Leiter nicht runter. Okay. Ne. Kriegst du es hin? Sehr gut. Oh. Du hast nicht mehr viel Zeit, da kommt Infanterie. Kein Ding, wir halten das Wort. Sehr gut. Wir sind einfach die übelsten Sneaker. Der Mann beherrscht sein MP. Mhm. Wir sitzen da hinten. Senfmann, komm mal ran. Panda, du auch. Kuri auch. Wir gehen wieder mit. Drüben auf die Bresche schießen als nächstes, wenn ihr die da unten ein bisschen weggehalten habt. Weil da campen sich immer so ein paar Einzelleute dran, genau auf unsere Seite, die können wir gut wegholzen. Wen nehmen wir dann? Namenlos? Ja. Wen willst du als Nahkampfpartner? Ich nehme... Senfmann! Gut, Senfmann und Namenlos. Runter, hinter das Tor, mittlerer Wall. Hinter das erste Tor, ne? Panda, bist du jetzt drüben links? Schon, ne? Ja, da stehen bleib schon vorsichtig. Ganz viele von uns. Rein. Gut, nein, dann bleibt oben. Rein. Dann bleibt oben. Ich hab gedacht, da wäre gar keiner. Ich würde mir sagen, das war eine erfolgreiche Mission, Senfmann. Ja, die hat das gut gemacht, gut das Tor geschützt. Fein konzentriert sich auf links. Und... Bitte, ja. Gut, auf meiner Seite bleiben Panda und Kuri. Der Rest geht nach links. Haltet euch aber ein bisschen zurück, saved eure Leben. Ich will später, wenn wir verteidigen müssen, ordentliches Kommando haben und nicht irgendwelche Randoms. Also ordentliche Leute an meiner Seite. Entweder gehst du nach links oder du bleibst hier, überlegst dir. Ich hab mich nur gerade eben an den Treppenabsatz gesetzt, um zu gucken, ob sie durchkommen. Ich hab ein Problem. Links geht voll der Tank ab. Ich hab keine Bolzen mehr. Oh, ich hab auch nur noch 5 Schuss. Geh mir mal neue holen. Geh nach links, da werden genug. Da kommt wieder welche in die Mitte. Ja, die laufen über unsere Mauerseite. Toll, da hat sich schon jemand die Munition geholt. Gehen jetzt durchs Tor. Auch nur noch 4 Bolzen. Weit nach vorne, das wir können aber hier hinten, wir können rechts nicht unbemannt lassen. Ich würde sagen, Kuchi und ich bleiben hier. Ich habe ja eigentlich 3 Leute eingeteilt, dass sie da bleiben sollen. Immer wenn ich Kuchi höre, kriege ich so Hunger auf Kuchen. Nein, Kuchen.
Warum ist das mittlere Tor auch schon von unserer Seite? Wie viele Schüsse hast du noch, Kamikaze? Schrägstrich Kuchi. 7. 7, alles klar. Ich habe noch 3. Ich würde sagen, wir halten erstmal das Feuer und warten, bis sie hier richtig angreifen oder wir zurückfallen müssen. Okay, du sollst halt nochmal Nachschub holen. Ja, ich gehe gestern Nachschub holen, wenn Balim wieder hier ist. Ich hätte gern 2 Mann immer hier. Ich kann auch. Ist wieder da, Balim? Warte. Ah, du hast mitgebracht. Tropp mal beide eure Munition. So. Das ist die 3 Schuss, okay? Das ist die von dir, ne? Die 10 Schuss. Jetzt nehmt euch jeder Packung. Nimm dir die andere Packung. Kuri, nimm du die, ich hab schon die andere. Gehst du nochmal holen, Balim? Ja. Alles klar. Braucht noch jemand Munition, oder? Da ist Feuer jetzt auch wieder, Kuri. Mit so viel Schuss können wir weiter schießen. Braucht noch an den Infanterie Munition. Ja, ich bin links, ich hab nur noch 4. Ja, gut. Wer hat noch 5 Schuss? Hat der wer braucht jetzt noch Munition? Ja, der rechts neben dir ist. Senfmann, okay. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Ach so. Wir sammeln. Ich schieße so schlecht, ey. Oh Mann. Balin, Pfandflaschensammler in NW-Style. Naja, ne? Ja, ich auch. Da waren wir auch viel mehr im Nahkampf und noch viel offensiver und richtig in der Action. Toll, ich hab grad 60 Schuss geholt, jetzt bin ich gestorben. Jo, ich hol Munition, wer braucht was? Bei mir, bei meiner Leiche liegt. Alles da vorne. Ja, genau da, du bist jetzt da. Ja, so, ich brauch alles Munition. Ich glaube, rechts sind wir versorgt. Und das erste. Ja, pass auf, die preschen da jetzt vor, ne? Wo bist du denn? Ah, hier, der wackelt. Die mittlere Mauer ist halt brechen. Ja, war so klar. Wir müssen die Mauer halten, bis nur 5 Minuten sind. Dann haben wir safe gewonnen. 7 Minuten wird's ein bisschen schwierig. Bei 10 Minuten wird's ziemlich knapp. Aber ich denke, dass wir das ohne Probleme hinkriegen sollten. Ah, 7 Minuten schaffen wir das noch auf der Mauer, denke ich. Nee, wenn der Gegner sich nicht besser organisiert bekommt. Bis zu der entsprechenden Minute. Naja, bis zur 5. Minute, das sind 7 Minuten von hier aus, das schaffen wir. Zumindest bei mir sind es noch 7 Minuten bis zur 5. Ich bin gerade bei 12 exakt. Ja. Oh, jetzt brechen sie links jetzt durch. Jetzt blockiert doch hier nicht alle! Sie brechen gerade links durch. Ja, die haben auch Leitern angelegt. Ab, Banda, Kuki, auf der Leiter stehen rüber. Einfach 10 Leute und die kommen nicht durch, weil unsere verbündeten Jäger die Treppe blockieren. Wir haben Jäger? Die 1 rein Jäger-Armee. Ah. In der Mitte ist jetzt auch kaputt, die Mauer. Alles klar, ich komme gleich auch rüber. Rechts ist, glaube ich, irrelevant. Geil. Nice, Mann. So, Kuri, Panda und ich, wir bleiben erstmal hier, decken die Arti und passen auf rechts und Mitte auf. Haltet eure Stellung. Haltet eure Stellungen! Ich würde meine Stellung nicht gehen jetzt wieder welche die rechts oder schon zumindest. Egal was kommt, haltet Stand! Ja, da kommen welche, die hier hinten die Bresche hoch wollen. Leider lässt mich das alles rein nicht. Ja, das sind die, die hier immer zur Mauer gehen und dann an der Mauer entlang laufen. Nimm die Bresche in der fast in der Mitte und geh da lang hoch. Da bin ich jetzt auch schon. Da kann das erste rein nicht blockieren. Ja, yep, die wollen es auch. Oh Gott, wir brauchen Männer in der Mitte. 1, 2 noch dazu. Bin schon auf dem Weg. Schon da. Ukun ist auch da. Ja, das war sehr unlucky. Oh nein, ich will nicht schon wieder weggeschossen werden. Ach übrigens, Balin, ich weiß doch gerade, warum es so schlecht aussieht. Rat mal, wer sich schon wieder passend zu irgendeiner Minute zurückgezogen hat. Ja, Stani, danke. Sollen wir auf der Mauer verbleiben, Balin? Ja, wir bleiben auf der Mauer. Wir wollen es doch nur ein bisschen spannend machen. Wir verlieren links, da ist absolut nichts mehr, da war nur die MB und die ist ja abgerückt. Ja.
Dann halten wir einfach den Gang. Ja, das rücken wir mal aus. Kein Glitch Abusing hier. Wenn mal da links. Aua. Okay, ich geh wieder weg. Links geht die erste rein. Ja, leider blockiert das erste rein ja die Treppe. Ja, ran da. Geht hin. Unterstützt die. Sorgt dafür, dass das erste rein hochkommt. Sonst können die da nichts machen. Oh fuck! Da ist ganz links ein Landwehrsoldat. Ey, wartet der echt auf einen Meter, um zu schießen, so ein Bastard. Bubu, wenn du da hochfällst, musst du dich durchtreten. Vorsicht, hinter euch. Balin, da kommt gleich ein Jäger hinter dir. Links steht, rechts geht. Buri, hinter dir kämpft ein Rhein-Soldat. Bitte nicht die Mauer blockieren. Die Treppe blockieren. Geht nicht nachladen auf der Treppe. Marsch, hoch, hoch. Das ist ein Sandsack. Ich will niemanden sehen, der auf der Treppe nachlädt. Das 1 rein hat schon 3 Medics, aber die benutzen die natürlich auch nicht. Die stehen dumm. Bukun, schieb deinen AFK hinter da hoch. Bubu auch, los. Bukun ist nicht hier im Channel. Wenn der Infanterie pickt, sollte der auch hier hochkommen, oder? Ich hol ihn gleich hoch. Buddy left your channel. User was moved to your channel. Boku nicht auf der Treppe. Sorry. Du blockierst die Verstärkungen. Buddy joined your channel. So, Rukun, ich hab dich gerade noch hochgeholt. Rukun, ja. Du brauchst, dass du die Treppe nicht blockiert. Bin schon weg von dort. Was, wir halten es doch noch. Achtung, starker Push auf links. Jungs, habt ein Auge auf Achtung, der auf der Treppe. Stellung halten. Bleibt, geht nicht nach links hoch auf die Mauer. Bleibt in der Mitte. Benfmon halt den Treppenabsatz. Obwohl, sie kommen nicht runter. Die schießen aber von oben. Sei vorsichtig. Pushen durch. Zieht euch zurück, oder? Sei vorsichtig. Oder auf zu, der Mitte oder? Kriegt ihr gleich... Balin, du musst dich zurückziehen, die 65 ja, hat sich auch zurückgezogen. Rückzug, durch die Mitte, Rückzug, jetzt kommt. Rückzug durch die Mitte, wer kämpft davor noch? Karas weg! Los, Rückzug, das bin ich. Raum, Fuchs! Ja, das 1 rein macht Glitch Abusing, super. Namenlos, wenn der Rückzug zu viel kommt, dann zieht man sich zurück. Ja. Gebt ihm Deckung! Welche Einheit spielt ihr in? Zweite Linie. Ja. Zweite? 84. Zweite. 84 eh. Balin hätte ich mich da jetzt zurückgezogen, hätte mir den vollen Rücken gestochen, ich wäre tot. Ich hab mich jetzt aber zurückgezogen. Nein, die Mauer ist weg. Rechte Seite. Ja. Der Glitch passiert. Ich wollte gerade sagen, der Glitch passiert seit dem Update. Das ist schon mal, dass immer mehr Leute rechts sind, wenn einer das durchkommt. Ja, jetzt kommen sie rechts. Groß, das Aufgebot. Haben wir Leute hinten und rechts an der down. Tür? Und ich bin down, komplett. Ja. Ich bin bei der Tür dann mehr. Verteilt euch ein bisschen, geht nicht unbedingt vorne an die Backsteinmauer. Wenn, dann großartig verteilt, weil da schießen sie halt mit der Kanone drauf, ne? Jemand da ist ein Loch in der Mauer, in der Backsteinmauer ist ein Loch. Nach hinten rechts, großer Push. Epische Doppellinie. Oh, dasselbe gilt auch hier bei den Treppen, nicht auf der Treppe nachladen. Vor allem geh hinter die Barrikade. Oh. Sollen wir sie unterstützen? Nein. Dabei kommt nix. Wow. Schuss, Frenchy. Bitte nicht raustreten. Jetzt. Außerhalb der Backsteinmauer oder außerhalb des Forts? Immer hier hinten an rechts, du versuchst nicht durchs Haupttor, da kommst du nicht durch. Da ja, kommt ja wir haben eine Bresche vorne. Wir haben Artillerie oben rechts auf der Mauer. Zumindest Artilleristen, ich sehe noch kein Geschütz. Ja, aber die können hier nicht reinschießen.
Da ist auch kein Geschütz, das ist nur ein Charge. Der Atlas. Ja, Dinkes. Don't race Erzfeind. Wäsche steht immer noch unter schwerem Kanonenbeschuss. Das ist eine zweite Wäsche. Ja. Wir verlieren immer mehr Mauer. Mauer ist egal, solange wir keinen Boden verlieren. Achtung, ach, starker Push über links. Ich komm da nicht drüber. Die werden jetzt die Mauer an allen möglichen Stellen chargen. Fuck. Ach. Passt auf der rechten Seite der Mauer, kurz dahinter, da hat sich jetzt Dragon Hunter drauf eingeschossen. Ach, scheiße. Pass auf, da hinten rechts, da kommen jetzt gleich Jäger. Wir verlieren das Haupttor. Der erste, hier. Zweite und ganz rechts weg hier und ab in die Mitte. Ich bleib hier. Schon. Wüstenfuchs, was machst du da? Ich will die Jäger. Geh wieder zurück. Nächste Linie, die sind kommt weg. In die Mitte. Huch, ich wurde abgefangen, nein! Sag ich doch. Achtung, Kuchi, da Achtung, ein Artillerist kommt, jetzt ist vor. Achtung! Ich bin eh ein Nahkampf-Experte von heute. Balin nicht schießen. Ja, ja. Da kommt einer nach. Ne, der läuft die Leiter hoch. Der ist drin. Wir haben schon Boden Seite verloren. Erstmal nichts. Also auf der linken Seite. So viel noch nicht. Ah, nicht viel, aber ein bisschen. Da kommt ein großer Push von rechts. Da kommt die alle. Hä? Die gehen über die rechte Bresche. Konzentrieren. Na, danke. Oh, wirklich, Stanislav! Balin, du kannst da auch erstmal nach vorne gehen, ich passe ja, die rechte ich. Seite auf. Naja, ich sag Bescheid, wenn jemand. Mann, hinter kommt. Dir schießt gleich einer hinten, vor sich. Ja, sag mal Bescheid, sag mal Bescheid. Ja. Ja, sag mal Bescheid. Also, jetzt kommt zum Achtung, Beispiel Panda. Ein Jäger um die Ecke, aber der kämpft gerade noch. Ja, was soll denn Freikorps hier hinten gerade? Ja, auf der rechten Seite neue ist gerade noch Infanterie, keiner. Rechte Mauer. Nee, ich hab bloß hier gerade einen abgeschlachtet. Wo denn abgeschlachtet? Oh, wir kommen jetzt zur Flaggsteinmauer. Auf der rechten Seite, da liegt seine Leiche. Ja, der eine. Ja, trotzdem, auf einen können mehr folgen. Ja. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre auch der eine durchgekommen. Da hab ich schon ein Auge drauf. Nochmal ein riesiger Push. In Ordnung. Worüber? Mittig? Vorne Mitte und... Ja. Und da kommt noch meine Riesenlinie Backsteinmauer. Die Mauer ist nicht durchschießbar, ihr könnt von draußen rein, ihr könnt von drinnen rausschießen, aber nicht von draußen rein. Wartet, bis die durch diese Backmauer durch sind. Eine Minute zehn. Nächste große Linie im Anmarsch, ist es so scheiße, dass die Mauer weggeglitscht ist. Was ist das für ein verfickter... Trotzdem schaffen wir es, eine Minute halten wir noch. Ja, typisch Grubenlord. Was? Das ist nicht Grubenlord, das ist Funky. Nein, Grubi. Grubi nehme ich an, dass das Grubenlord ist. Nächster Ansturm auf rechts. Also auf die rechte Bretsche, nicht auf rechts. Ab hinten. 30 Gegenpush. Ich brauche noch ein paar Kills. Macht euch bereit, Jungs. Und ab. Gegenpush. Go. Marsch! Raus! Nicht nachladen! Raus! Wüstenfuchs, raus! Ja, toll. Lass niemanden durch! Sorry, Rukun. Einer kommt durch! Da kommt der nächste größere Gegenpush. Wir haben's. Pass auf, da kommen Jäger. Genau das. Aber es geht nicht. Wegpushen! 5 Sekunden wegpushen! Nicht durchlassen! Kümmern. Wunderbar! Nice. Wunderbar. 24 Kills. Wunderbar. Gute Runde.